Es wird viel passieren bei Marienhof im Ersten. Viel Spaß wünscht die 5-Minuten-Terrine von Maggi. Es wird viel passieren. Ich gehe zu Mama und Dino nach Griechenland. Was? Nur für ein Jahr oder so. Ich bin heute Abend mit ein paar Freunden im Foxy. Du kannst ja dazukommen, wenn du magst. Cool. Gegen 10? Geht klar. Na klasse. Ciao. Ciao. Aber trotzdem bist du sowas wie eine Tochter für mich. Kannst du das nicht verstehen? Ich will nicht noch ein Kind verlieren. Es wird viel passieren. Natürlich könnte ich das Studium verschieben. Aber ich kann Matthias jetzt nicht alleine lassen. Ja, wegen Regina. Den beiden geht's im Moment nicht so gut. Ich kann dich verstehen, Dino, aber du musst auch mich verstehen. Ja, mach ich. Ich vermisse dich auch. Ciao. Wir müssen doch die Getränke auffüllen, sonst denkt Papa, hier geht alles drunter und drüber während seiner Abwesenheit. Genauso wie bei mir. Hey, was ist denn los? Bereust du deine Entscheidung, hier zu bleiben, etwa schon? Dino hofft immer noch, dass ich mich umentscheide. Er will unbedingt in Griechenland bleiben. Ach, Annika. Dino hält es bestimmt nicht lange in Griechenland aus, so allein. Na klar, Süße, mach ich. Also, ciao. Hey, Sven. Sven, schau mal. Wie ist Goran? Ja, ja, fast wie neu. Ja. Schöne Grüße von Toni. Die wäre jetzt gern hier. Das bezweifle ich aber. Hola! Ciao, Familia! Hey! Ihr seht ja richtig erholt aus. Ja, sind wir auch. Ich war mein Schatz. Es war herrlich. Ja, also wenn ich übermorgen nicht meine Nachuntersuchung hätte, dann wären wir gerade noch eine Weile geblieben. Ja. Hey, Annika. Hi. Na, wie war denn euer Urlaub? Wo steckt Dino überhaupt? Dino ist in Griechenland geblieben. Was soll das heißen? Er arbeitet jetzt im Hotel von meiner Mama. Hi. Hey, hi. Hey. Na? Na, wie geht's? Ja. Auch ins Foxy? Nee, ich drehe nur so eine kleine Runde. Bisschen frische Luft schnappen und so. Ach so. Hm? Ah, hallo Kai. Hey, na? Na, auf Piste jetzt? Ja. Hey, ganz schön spät, oder? Na, ich habe meine brasilianische Uhr. Da ist es erst Nachmittag. Wir sehen uns. Tschüss. Ja, ich glaube, ich muss auch mal los. Ich muss was für die Schule morgen vorbereiten. Und, ach, weißt du? Klar. Hi. Hi, Steve. Hey, was geht? Hinten anstellen. Ach, no encho saco. Ja, du mich auch. Ladies first, junger Mann. Bis gleich. Wie alt bist du eigentlich? 16. Hi. Was weißt du? Den habe ich vergessen. Dann hol ihn. Sag mal, was soll denn das Theater? Dino hat hier seine Lehrstelle. Vielleicht hat er ja in der Hotelbranche einfach bessere Chancen. Chancen? Das Leben ist doch kein Lotto. Außerdem, der hat doch überhaupt keine Chance als Ungelernter. Also meine Mama ist sehr zufrieden mit dem, was er arbeitet. Zufrieden? Dino kann kein einziges Wort griechisch. Wenn ein Gast nach Handtücher fragt, bringt er ihn wahrscheinlich Toilettenpapier oder sowas. Also erstens sind im Hotel viele deutsche Gäste und zweitens, ich bin im Delfinarium auch gut durchgekommen mit Englisch. Was denn für ein Delfinarium? Da habe ich gearbeitet und hätte es auch weiterhin machen können, aber ich habe mich jetzt entschieden, hier zu studieren. Siehst du? Weil du sehr vernünftig bist.
nicht wie unserem Möchtegern Zeus. Vielleicht ist ja Dino einfach zufrieden mit seiner Entscheidung. Sein Zuhause ist hier und genau das werde ich ihm jetzt erklären, hey Basse? Gibst du mir bitte seine Telefonnummer? Wie schrecklich, sein Baby abgeben zu müssen. Naja, ich meine, das war nicht deren eigenes, aber kannst du dir vorstellen, wie weh das tut? Obwohl, da soll ja bei der Adoption auch nicht alles mit rechten Dingen zugegangen sein. Naja, ich meine, das können Gerüchte sein, aber... Oh. Sag mal, du sagst ja gar nichts dazu. Was? Hast du überhaupt zugehört, was ich gesagt habe? Doch, doch, mein Schäfchen. Nicht mit rechten Dingen. Sag mal, willst du dir ein Baby kaufen? Nein. Wozu auch? Ich würde nie für etwas Geld ausgeben, das ich auch selbst herstellen kann. Morgen. Ich komme nachher mal zu Ihnen im Studio vorbei. Warum? Wegen der Duschen in der Umkleide. Ja, das habe ich Herrn Töpfer schon gesagt und der kümmert sich drum. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist... Ja, ja, schon gut. Tun Sie, was Sie nicht lassen können. So, ich bräuchte jetzt einen zwar scharfen, aber dennoch ökologisch abbaubaren Reiniger. Im Fitnessstudio sieht's aus, ich sag's dir. Ach du Scheiße. Naja, so schlimm nun auch wieder nicht. Ich glaube, ich bin schwanger, Luna. Bitte nicht stören, Steve träumt gerade von Tascha. Ach Quatsch. Aber jetzt mal ganz ehrlich, im Vertrauen unter Männern, die passt auch viel besser zu dir als Lilly. Meinst du? Ja. Und, habt ihr schon was zusammen gemacht? Ja, sie war gestern bei mir und wir haben Computer gespielt und danach hat sie sich mit mir im Foxy verabredet. Ah, verstehe. Deswegen war es noch so spät auf der Pirsch. Ja, Die haben mich nicht reingelassen. Oh, tut mir leid. Ja, und mir erst. Kann der mal mein Ausweis leihen nächstes Mal, ne? Sehr witzig. Komm, Steve, lass den Kopf nicht hängen. Ich meine, jeder kriegt seine zweite Chance. Vielleicht schon viel früher, als du glaubst. Wie meinst du denn das jetzt? Lass dich überraschen. Wir sehen uns in der Sport-AG nachher. Ja. Sport-AG. Weißt du was? Am besten kaufst du dir einfach einen Test in der Apotheke. Vorher machst du dich sowieso nur verrückt. Ja, aber Luna, meine Regel, die ist immer pünktlich gekommen. Immer. Außer einmal, da habe ich mir beim Skilaufen das Bein gebrochen. Ja, siehst du, unser Körper reagiert nun mal auf Veränderungen. Also, wenn ich Stress habe, dann spielt bei mir alles verrückt. Ja, aber ich habe keinen Stress. Mir geht gut. Und die einzige Veränderung in meinem Leben ist Thorsten Fechner. Ja, das reicht doch. Aha. Theoretisch. Um die Hormone durcheinander zu bringen. 24,90. Denk dran, Frau Selig eine Quittung zu geben. Ohne vernünftige Buchhaltung geht... Ja, ich weiß, Herr Fechner. Danke. Wer ist denn so schlimm, ein Kind zu kriegen? Tja. Mensch, Stefano, jetzt freu dich doch. Feli hat übermorgen in Berlin Vorstellungstermin bei Equip. Ja, klar. Ich freue mich für dich. Hat Dino dich mal angerufen? Nee. Vielleicht ist er schon am Flughafen. Wohl kaum. So wie du ihn gestern am Telefon rund gemacht hast, hat er wahrscheinlich schon die griechische Staatsbürgerschaft beantragt. Er hat mich schon verstanden. Wir schaffen es schon ohne ihn. Darum geht's doch nicht. Wir sind seine Familie. Ihr ist sein Zuhause. Wer? Wenn ich die Stelle bei Equip krieg, bin ich auch bald weg. Ja, aber du investierst in deine Zukunft. So was anderes. Hallo, Einiger. Und wie ist das bei Detmar gelaufen? Oh, super. Ich durfte seine Unterschriftenmappe umblättern. Ja, du machst wenigstens was Sinnvolles, ne? Sag mal, hat Dino dich mal angerufen? Naja, du wirst sehen. Bald ist er wieder da. Ich weiß nicht. Ihm geht's da unten gut? Sonne, Strand, Meer, entspannte Leute. Ja, aber das ist doch nicht alles. Er wird schon wissen, was er tut. Das wäre das erste Mal. Stefano, du kannst Dino nicht zwingen. Der lebt jetzt sein eigenes Leben. Und den Dickkopf, na, den hat er von dir. Ich tu
bei uns ein bisschen Balsamico dran, ja? Susanne? Was? Wo bist du denn mit deinen Gedanken? Immer noch bei dem Adoptivkind der Kruses? So. Genau das Richtige zur Mittagszeit. Leicht und bekömmlich. Danke. Ich finde, wir können das überhaupt nicht beurteilen, was da gelaufen ist bei den Kruses. Ja, ob das Kind geklaut oder gekauft ist oder was auch immer. Das ist alles nur Tratsch. Hast du gesehen, wie glücklich die waren? Natürlich. Kaum wiederzuerkennen. So ein kleiner Fratz bringt Schwung in die Bude. Warum hast du eigentlich keine Kinder? Hat sich nie ergeben. Ach, und außerdem hätte ich sowieso überhaupt keine Zeit dafür gehabt. Na, und irgendwann ist der Zug halt abgefahren. Gut. Und jetzt misst jeder seinen Puls und danach wird dann gedehnt. Und los. Ich glaube, ich bin tot. Das ist ein bisschen falsch. Du musst deine Finger da hinlegen. Warte, so. Und? Merkst du was? Allerdings. Na also. Oh, danke übrigens, dass du mich in eure Sport-AG untergebracht hast. Ich? Naja, Kai hat gesagt, dass ich bei euch mitmachen kann, obwohl ich von der Willy Brandt bin, weil sich jemand für mich eingesetzt hat. Nicht labern, zählen. Ach so, ist doch klar. So wie du Basketball spielst. Steve, ich weiß, du bist topfit, aber lass doch die anderen in Ruhe zählen, bitte, ja? 100! Und stopp. So, jetzt merkt sich jeder seinen Wert und trägt ihn dann in die Liste ein. Ach du, übrigens, ich feiere morgen meine kleine Geburtstagsparty im Foxy. Kommst du? Jetzt Hände nach oben und dann wird gedehnt. Foxy? Hm. Da bin ich gestern nicht reingekommen. Dem Türsteher hat wohl meine Jeans nicht gepasst. Ja, dann ziehst halt mal eine anständige Hose an. Gute Idee. Natürlich komme ich. Kai, kommen Sie morgen auch zu meiner Geburtstagsparty? Oh, ich bin morgen Abend schon mit Foxy verabredet. Tut mir leid, ich muss ja richtig durchdrücken. Genau. Aber das ist doch toll, im Foxy feiere ich. Ja, schön. Hier, du musst noch mal ein bisschen. So, nicht zu fassen. Erst hilft mir der Fechner bei der Existenzgründung und dann verkauft er mir so einen Schrott. Ich würde ihm da mal keine Absicht unterstellen. Oh, oh. Ein Zeichen? Na, hoffentlich nicht. Hast du schon mit ihm gesprochen? Nee, aber den Schwangerschaftstest, den habe ich mir schon gekauft. Und das Schiss? Ja. Aber ich meine, irgendwie wollte ich immer Kinder haben. Ja, ja, irgendwie und irgendwann wollen wir alle mal Kinder haben. Aber ich bin völlig durcheinander. Ich habe mir die Situation immer anders vorgestellt. Sag mal, wäre Fechner denn der Richtige? So, theoretisch? Naja, ich glaube schon, dass der Kinder lieb ist. Dann würde ich erst recht mit ihm reden. Ach, hör mal, ich will auch nicht die Pferde scheu machen. Habt ihr an die Annika Bescheid gesagt? Ja, natürlich. Zeigt ihr auch eure Fotos? Na klar. Allerdings müssen wir noch die Landschaftsfotos, die müssen wir noch aussortieren. Wieso das denn? Die habe ich doch gemacht. Eben. Naja, das sind wirklich tolle Bilder. Wer noch nie dort war, wird staunen, wie schön es dort ist. Das gehört einfach dazu. Also ich fotografiere lieber Menschen, wenn du mir mal die Kamera gibst. Ja, ja, unser Macho. Na, 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 na. Übrigens haben wir in der Stadt Dinos alten Schulfreund getroffen, Giuseppe. Dino wird sich wundern, wenn er das Foto sieht. Sieh, wenn er überhaupt noch mal kommt. Stefano, bitte. Entschuldigung. Ja, ich komm. Ich verstehe nicht, wieso du Dino in meinen Schutz nimmst. Wenn er sich treiben lässt, dann bringt das nie zu etwas. Ja, vielleicht erlebt er im Moment die schönste Zeit seines Lebens. Zeit, was zu erleben, hat er noch genug. Wer willst du das denn wissen? Na, jedenfalls auf die Zukunft kann man nicht hoffen. Nee. Machen Sie sich keine Sorgen. Bis zur Eröffnung haben wir das mit den Duschen in den Griff. Ah, fein. Ja, dann lasse ich Sie jetzt mal alleine. Ich muss noch ein bisschen putzen.
falls der Schrubber diesmal hält. Ich werde gleich morgen eine Reklamation schreiben. Also dann. Ach, Frank, ich habe da mal eine Frage. Was denn? Du hast doch sicher die Sache mit dem Kind bei den Zerkowski-Kruses mitgekriegt. Hm? Da halte ich mich raus. Ja, klar, aber was ich so, wie soll ich sagen, so umwerfend fand, war, wie die beiden plötzlich aufgelebt sind, nachdem sie das Kind hatten. Allerdings. Was so ein Kind so alles bewirken kann? Hm? Aber eine Garantie kriegst du darauf nicht. Guck mal zum Beispiel Annalena. Ist ja auch nur so ein Gedanke. Ach, ist es denn bei euch schon so weit? Bei uns? Nein. Wo denkst du hin? Ach, was? Also, das Einzige, was ich mit Sicherheit sagen kann, ist, wenn eine Frau Kinder von ihrem Partner haben will, dann ist es was Ernstes. Erst dann, vorher nicht. Kommst du nachher auch zu den Maldinis? Ich habe Susanne und Lilly versprochen, dass ich heute Abend zu Hause bin. Die liebe Familie, ne? Tschö. Tschö. Was machst du denn da? Ach, was für die Schule recherchieren. Ich weiß, du wärst lieber mit Pia ins Foxy gegangen. Ist mir doch völlig egal, was meine Schwester macht. Ein knappes Jahr noch, dann bist du 16 und dann ist das alles kein Problem mehr. Soll das ein Witz sein? Wenn ich 16 werde, dann lebt die halbe Menschheit schon auf dem Mars. Sag mal, ist das nicht das Mädchen, das gestern zu Besuch war? Tascha. Ja, genau, Tascha. Wie ist sie denn so? Erzähl mal. Wie soll sie schon sein? Dass sie hübsch ist, habe ich gesehen, aber hat sie auch was im Kopf? Ist sie lustig? Das sage ich dir alles, wenn ich's weiß. Und jetzt muss ich weiterarbeiten. Oh, Mom, ist gut jetzt. Du brauchst dich nicht mit mir zu beschäftigen, nur weil ich zu klein fürs Foxy bin. Okay, okay, okay. Ich störe dich ja nicht länger. Freunde. Schön, dass ihr da seid. Setzt euch. Hallo. Wo ist Regina? Sie lässt sich entschuldigen, sie hat Migräne. Dann hol ich jetzt mal die Spaghetti. Wir wollten aber hier nicht das Gespräch stören. Ihr sah gerade so ernst aus. Ja, es geht mal wieder um unser Sorgenkind Dino. Wen sonst? Und ich dachte, er hätte die ganze Zeit im Urlaub schlechtes Wetter gehabt. Vom Wegen. Sven, zeig ihm mal die Bilder. Ja, hier. Das ist noch mal. Oh, hey. Was ist diese Schönheit hier? Ihr sollt euch die Landschaft angucken. Hm. Sag mal, Annika, hat Dino sich eigentlich schon gemeldet? Nein. Und die Wahrscheinlichkeit wird auch nicht größer, je öfter man mich danach fragt. So, die Spaghetti platt frei. Lecker, lecker. Oh Gott! Wer soll das denn alles essen? Na, ich! Ja. Sag mal, Matthias, dass einiger so vernünftig ist. Wie hast du das bloß geschafft? Hm? Ist irgendwas? Wieso, was denn? Ihr seid so still. Arbeit macht müde, mein Kind. Was ist das denn für ein dämlicher Spruch? Lilly? Ja? Bist du soweit? Wollt ihr noch weg? Mal und ich gehen auf ein Konzert. Weiß ich nicht so. Arbeit macht dann wohl eher vergesslich, oder? Tschüss. Ciao, ihr beiden. Ciao. Tschö. Ich mache mir immer noch Sorgen, wenn sie so spät noch unterwegs ist. Ach, was denn? Marlon ist doch bei ihr. Trotzdem. Findest du eigentlich, dass ich ein guter Vater bin? Du bist nicht ihr Vater. Nein, aber in meiner Rolle als Erziehungsberechtigter gebe ich doch eine ganz passable Figur ab, oder? Ja, ich finde schon. Ich auch. Bin gleich wieder da.
Oh Gott, bin ich schlecht. Tja, wenn du dich ständig im Foxy rumtreibst, dann wird wohl aus uns nichts. Moment mal. Danke dir, Matthias. Gerne. Hey, Heiniger, du bist immer noch da. Braucht ihr mich nicht mehr? Wir sind doch ein Restaurant. Mhm. Ich glaube, Matthias würde sich freuen, wenn du ihn nach Hause begleitest. Ja, wenn ihr es auch alleine schafft. Ciao. Ciao, ciao Bella. Ciao. Also, danke für den schönen Abend. Ciao. Ciao. Also, Heiniger, tut mir leid. Der Aussegen bei Matthias und Regina hängt wohl ganz schön schief, was? Ja. Ich frage mich nur, ob Annika wirklich glücklich ist, dass sie wieder hier ist. Ach, Annika ist nur traurig, weil ihr Freund nichts kapiert. Wir können vom Glück reden, dass sie wieder zurückgekommen ist. Meinst du das denn? Na ja, Toni ist in Baden-Baden. Feli fährt wahrscheinlich bald nach Berlin, wenn ihr Gespräch über morgen gut läuft. Ja, aber sei doch froh, dass unsere Mädchen so erfolgreich sind. Ach, Tanja, bin ich ja auch. Aber wenn Dino nicht mehr zurückkommt, dann wohnt bald überhaupt kein einziges Kind im Haus. Hast du daran mal gedacht? Alles in Ordnung, Susanne? Jaha, alles bestens. Stellen Sie eine Flasche Sekt kalt. Denn es gibt was zu feiern im St. Angela. Die 250. Folge. Unfassbar. Was macht der? Mit vielen Überraschungen, Geheimnissen und dramatischen Momenten. Er ertrinkt! Donnerstag, 14. Oktober um 18.50 Uhr im Ersten. Egal wie, das werde ich. Sonst bin ich gezwungen, Ihnen einen Geschäftsführer vor die Nase zu setzen. Wollen Sie das? Nein. Ich habe da schon einen an der Hand. Guter Mann. Wo der aufräumt, ist alles nachher tipptopp. Okay, okay. Katzen auf Pusten helfen. Viel Spaß auch beim nächsten Marienhof. Wünscht die 5-Minuten-Terrine von Maggi.